Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man dieses Lager hier bauen kann, was ziemlich nice aussieht und sehr viel Platz bietet für alle möglichen Kisten. Oh, hoppala, habe ich kaputt gemacht. Würde man jetzt alle Kisten hier quasi in vier Module aufteilen, dann hätte man insgesamt 1,4 Millionen Platz für irgendwelche Blöcke, die man benutzen möchte. Und das sollte eigentlich genug Platz sein. Man hat ja auch die Möglichkeit, das alles schön zu sortieren und das Ganze sieht ziemlich cool aus. Man hat hier in der Mitte so einen großen Gang und links und rechts die Säulen, die das alles tragen. Und hier so Regale, wo dann die Kisten drinne stehen. Und überall noch Platz für alles mögliche andere, wie zum Beispiel für Banner und für Rüstung. Und am Ende vom Gang kann man immer noch etwas Besonderes quasi bauen, wie hier zum Beispiel ein Höllenportal. Oder beziehungsweise hier vorne zum Beispiel den Enchanting Table. Und hier wieder auch alles Mögliche perfekt sortiert. Und das sieht alles ganz nice aus. Hier vorne hätten wir es dann zum Beispiel auch einmal ohne Kisten. Sieht natürlich ein bisschen leerer aus, aber hier kommt das Design so ein bisschen zum Vorschein quasi. Von wegen, man hat hier wirklich diesen schönen hohen Gang und dann links und rechts die Regale, die man einräumen kann. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt anhand vom nächsten, vom aktuell noch fehlenden Modul, wie man das Ganze baut und hoffe, es gefällt euch. Welche Blöcke ihr jetzt dafür benutzt, ist natürlich ganz euch überlassen. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Style quasi, den ich hier auch genommen habe, also quasi dunkles Holz und dunkles Glas und roter Teppich und so weiter. Ihr könnt aber natürlich jeden Teppich benutzen und auch jeden Block. Ihr könnt das auch aus Stein bauen oder aus Dirt, wenn ihr unbedingt wollt. Das ist ziemlich egal. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Und das erste, was wir machen, ist, wir verlängern hier mal den Teppich um 6 Blöcke insgesamt. Also der muss natürlich später sowieso noch länger, aber ich mache jetzt erstmal 6, damit ich irgendwie anfange halt. So. Und das erste, was wir machen, ist, wir nehmen hier ein drittes Holz und platzieren hier erstmal 5 davon nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5, so. Und davor platzieren wir dann dunkle, also Dark Oak, dunkel Eiche, glaube ich, heißt das auf Deutsch, Halbsteine. Und das sorgt später dafür, dass wir auch an die unteren Kisten rankommen. Und dann machen wir dahinter einmal also 3 Blöcke weg, 3 Reihen Blöcke weg. Und da bauen wir gleich noch ein bisschen weiter. Das erste, was wir jetzt aber hier machen, ist Glowstone auf den Fußboden. Das sorgt nämlich dafür, dass die Kisten beleuchtet sind und im Endeffekt auch der ganze Gang, damit hier eben nichts spawnt. Und unter den Kisten ist es halt so, dass die Glowstones immer noch genauso leuchten wie normalerweise, aber eben so ein bisschen versteckter sind. Ich kann euch das hier mal zeigen. Also wenn man vorbeiläuft, sieht man kaum, dass da Glowstone ist, aber es leuchtet halt trotzdem hier alles aus. Das finde ich ziemlich cool. Und dann machen wir hier eine Wand hin. Und zwar machen wir zuerst hier eine Reihe mit 5 Blöcken unserer Wahl. In diesem Fall jetzt hier Spruce. Und dann machen wir daneben nochmal 5 Blöcke von dem Stamm, den wir benutzen wollen. Wieder 5 Blöcke von dem normalen Holz und dann wieder 5 Blöcke vom Stamm. Und dann wieder normales Holz. Und diese Seite hier machen wir komplett aus normalem Holz. Dann machen wir diese beiden hier noch 2 höher. Und platzieren dann hier nochmal einen dunklen Streifen drumherum von den Dark Oak quasi. Sieht einfach nur ein bisschen besser aus, das muss man theoretisch nicht unbedingt machen, aber wie gesagt, hat ein bisschen was. Und hier vorne machen wir dann wieder einen Stamm bis ganz nach oben. Und hier vorne dann Richtung Teppich nochmal einen so. So, da haben wir jetzt schon mal das erste Modul quasi. Was wir jetzt noch machen, ist quasi die Unterteilung. Und zwar machen wir dafür auf den dritten Block von unten, also 1, 2, 3, machen wir eine Reihe mit dunklem Glas und davor dann die Halbsteine wieder. Und dann machen wir da über nochmal auf den dritten Block, also 1, 2, 3, da wo auch der Streifen ist, machen wir zweimal dunkles Glas und dann darüber wieder die Halbsteine. Und dafür mache ich nochmal die Blöcke hier weg, die schon, glaube ich. So. Und da können wir jetzt rein theoretisch die Kisten schon einsortieren. Und was ihr dabei beachten müsst, ist, dass ihr euch quasi hier hinstellt. Und jetzt drückt ihr Shift und drückt dann hier quasi einmal lang, dass hier überall Kisten sind. Weil wenn ihr Shift drückt, dann macht ihr die Kiste nicht auf, sondern könnt was gegenplatzieren quasi. Und das gleiche machen wir hier auch nochmal so. Und wichtig ist, dass die Kisten eben nicht nach vorne zeigen. Weil jetzt könnt ihr nämlich einfach von dieser Seite aus mit Rechtsklick und Shift natürlich wieder gedrückt gegen die Kisten zu Doppelkisten machen. Weil wenn die jetzt nach vorne gucken würden zum Beispiel, so, und ihr jetzt Shift drückt, dann kommt nämlich einfach nur eine zweite kleine Kiste und die dahinter würde verschwinden. Wenn ihr sie aber zur Seite gucken lasst quasi, dann wird das zu einer großen Kiste. Das gleiche machen wir hier auch nochmal so. Und lassen sie schön zur Seite gucken und können uns dann hier hinstellen, Shift drücken, immer schön gegen die Kiste und dann haben wir hier ganze Doppelkisten. Und das Ganze würdet ihr jetzt natürlich auf der anderen Seite auch noch machen. Aber ich mache jetzt erstmal nur eine Seite und kopiere die dann, damit ihr hier nicht alles anschauen müsst. Das nächste, was wir jetzt machen, ist hier eine kleine Abänderung. Und zwar machen wir hier nicht ein 5 breites Modul quasi, sondern eins, das nur 2 breit ist. Das bedeutet, hier brauchen wir nur zweimal diese Halbsteine und zweimal dieses entrindete Holz. Aber natürlich genauso hoch wie auf der anderen Seite ist hier auch diese Säule. Und wir machen hier auch keine Verzierung mit irgendwelchen Stämmen zwischen, sondern machen wir einfach ganz normales Holz hoch bis zu dem Streifen und dann wieder normales Holz. Und hier kann man dann später zum Beispiel Items reintun, die eben so ein bisschen häufiger sind, sowas wie Cobblestone zum Beispiel. Und hier platzieren wir auch nach 5 Blöcken erst das Glas. Also bedeutet 1, 2, 3, 4, 5. Hier oben wieder auf der Ebene mit dem Strich quasi. Da machen wir dann wieder Halbsteine hin. Und das Ganze machen wir jetzt auch wieder voll mit Kisten quasi. Hier natürlich auch wieder drauf achten, das ist ganz wichtig, dass ihr die Kisten richtig platziert. Damit könnt ihr dann nämlich
hier überall Doppelkissen draus machen. Und wie gesagt, das hier könnt ihr dann dafür benutzen, für halt Items, die ihr sehr oft habt. Dann macht ihr hier oben ein Item-Frame quasi hier in einen, wie heißt das überhaupt, einen Rahmen auf Deutsch, glaube ich. Und dann macht ihr hier eben alles voll mit Cobblestone zum Beispiel. Dann müsst ihr natürlich auch den Teppich noch weitermachen, das ist natürlich klar. Und was ihr jetzt hier rechts neben macht, ist nochmal dieses Modul hier mit den 5 Kisten quasi. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5 und dann noch ein 6er für den Stamm am Ende. Dann macht ihr das hier alles weg, macht hier insgesamt 2x5 Glowstone hin, so. Und dann macht ihr hier wieder diese Stufen hin, 5x dieses entrindete Holz. Hier oben kommt dann wieder 7 Blöcke hoch, 3, 4, 5, 6, 7, dieser Stamm. Davor wieder einen Block davon und dann hier auch wieder ganz normal das normale Holz hoch und dann den Streifen natürlich nicht vergessen und hier auch. Dann machen wir diese beiden Blöcke hier wieder zu dem Stamm quasi, damit das Muster wieder beibehalten wird. Hier machen wir das Ganze auch nochmal so. Dann nehmen wir hier wieder das normale Holz, 5 Blöcke hoch, hier auch nochmal. Und dann können wir auch schon den Streifen wieder machen und hätten das dann hier wieder quasi fertig. Jetzt müssen wir wieder die Einteilung machen, sprich auf dem dritten Block und auf dem sechsten Block machen wir dann Glas und davor wieder die Halbsteine. Hier auch nochmal, dann platzieren wir hier die Kisten rein. So, fangen wir mal hier an anscheinend. So. Hoppala. So, perfekt. Und dann sind hier auch schon alle Kisten voll, hoppala. Wir müssen natürlich immer darauf achten, nicht, dass irgendwo hinter meine Kiste verschwindet. Das wäre natürlich blöd, weil die Items, die ihr da rein tut, die sind dann natürlich weg. Beziehungsweise ihr könnt halt nicht das ganze Lagervolumen quasi ausnutzen. So, jetzt machen wir den Teppich hier noch weiter. Und dann würde ich sagen, dass ich das Ganze jetzt erstmal noch auf die andere Seite kopiere. Also das ist eigentlich genauso, wie ich es jetzt gebaut habe, wollt ihr es nochmal auf dieser Seite. Und danach kümmern wir uns ums Dach. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einmal kurz die andere Seite fertig quasi. So, die andere Seite ist jetzt soweit auch fertig. Und das nächste, was wir jetzt bauen, ist quasi das Dach. Und dafür platzieren wir hier oben erstmal wieder Blöcke und lassen den mittleren aber frei. Da kommt nämlich ein Holzstamm quasi her. Hier können wir das Ganze zubauen. Und hier, wo es wieder 5 sind, lassen wir wieder die Mitte frei und platzieren da einen Holzstamm hin. So, und hier wieder alles vollbauen. Und jetzt machen wir hier erstmal so ein paar von diesen Bögen quasi. So machen wir dafür, da wo der Holzstamm ist, den bauen wir quasi komplett voll mit Halbstein und machen dann jeweils einen Halbstein höher nochmal etwas und nochmal einen Halbstein höher, sodass es so aussieht wie eben ein Bogen. Das Ganze machen wir hier auch nochmal. So, voilà. Ganz easy peasy. Bei den anderen Holzstämmen machen wir es dann allerdings einen weiter nach unten. Bedeutet quasi auf der Ebene, wo sowieso schon Halbsteine sind, machen wir es dann so. Und dann hier halt auch nochmal hoch. So, zack. Das sorgt nämlich dafür, dass so ein paar Unterschiede eben doch da sind und das rundet das Ganze eben im Endeffekt dann doch ein bisschen mehr ab. So. Zack, zack, zack. Ganz easy. Und jetzt machen wir folgendes, und zwar gehen wir jetzt hier zu dem ersten quasi hin und platzieren dann von hier aus quasi einmal rüber einen Halbstein auf dieser Höhe. Das bedeutet hier, wo das Glas quasi aufhört, auf Höhe des Glases, platzieren wir jetzt erstmal Halbsteine. Und zwar machen wir dafür die helleren Halbsteine, beziehungsweise andere Halbsteine. Damit das so aussieht, als wären die Bögen quasi etwas Eigenes. So, machen wir hier auch nochmal. Dann können wir das so zubauen. So, zack. Wundervoll sieht das hier aus. Und dann machen wir dasselbe, also dieselbe Idee quasi, dass das immer ein höher geht nochmal. Und machen dann hier quasi noch einen Halbstein höher. So, und hier auch nochmal. Das Ganze jetzt eben wieder überall. Hier auch, hier auch, hier auch. Springen wir hier rüber, machen das hier rüber, so zack, machen das hier nochmal und von hier aus können wir es wieder, hoppala, daran machen. So, sieht ja perfekt aus, fast. Jetzt hier hinten noch und dann haben wir das auch soweit durch, so. Und dann haben wir quasi damit das Dach schon mal fertig. Was wir jetzt machen können, ist Laternen nehmen und die hier vorne reinhängen und dann einmal auf diesen hier und nochmal auf diesen hier. Ist theoretisch nicht nötig, sieht aber einfach ein bisschen besser aus und ein bisschen netter, finde ich. Und was wir jetzt noch machen ist, ihr seht schon, man kann durch das Glas hier noch ein bisschen durchgucken. Das wollen wir natürlich auch nicht, sondern wir machen da oben auch noch Blöcke hin. So, benutzen wir dafür wieder Glowstone und helles und dunkles Holz, beziehungsweise was auch immer ihr eben zum Bauen benutzt. Und ziehen dann hier von diesen Blöcken aus jeweils dunkles Holz einmal nach zur anderen Seite quasi rüber. So, das sieht dann wieder so aus, als wären das so quasi irgendwelche Stützen oder sowas. Und dann platzieren wir hier vorne jeweils zweimal das normale Holz und dann Glowstone dahinter. Hier auch wieder normales Holz, Glowstone. Ich tausche die mal kurz so. Normales Holz, Glowstone. Oder was auch immer ihr eben für Blöcke benutzt. Wenn es kein Holz ist, dann nehmt ihr eben Steine oder sowas. Und das sorgt eben nochmal dafür, dass man so eine gewisse Hintergrundbeleuchtung hat. Und dass das Ganze natürlich wieder stimmig aussieht. Finde ich auch ziemlich cool. So, und dann ich hier nochmal.
Dann mache ich hier nochmal kurz das Loch zu. Das ist ja bei euch dann theoretisch nicht so der Fall. Allerdings könnt ihr natürlich auch diesen mittleren Raum, den ich gebaut habe, nachbauen. Ganz gerne. Ist relativ einfach, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. So. Und dann hätten wir von innen eigentlich soweit alles fertig. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist hier erstmal, also theoretisch könntet ihr hier auch wieder hinbauen, was ihr möchtet. Ich mache in diesem Fall jetzt mal hier einen Eingang hin, weil ich habe noch keinen Eingang tatsächlich hier zu dem Lager. So, dafür nehme ich einfach so ein paar Blöcke, mache dann hier so einen Rahmen drumherum und ganz oben kommt dann natürlich nochmal das Dunkle für den Streifen quasi. Und dann mache ich da einfach eine Tür hin. Könnte man natürlich noch epischer bauen mit einer Pistentür oder sowas, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Und was wir jetzt natürlich hier noch alles einrichten müssen, ist natürlich zum einen die Item-Frames, beziehungsweise die Bilderrahmen heißt es, glaube ich, oder Rahmen einfach nur. Die platziert ihr jetzt nämlich auch diese Halbsteine immer. Das sieht nämlich so aus, als würden die dann da quasi dran hängen. Und jetzt könnt ihr einfach reinsortieren, was auch immer ihr möchtet. Ich gebe euch den Tipp bei Lagern, solltet ihr, wenn es geht, darauf achten, dass ihr so Dinge, die so einigermaßen zusammengehören, quasi auch zusammen lasst. Also zum Beispiel irgendwie alles, was mit Fleisch zu tun hat oder alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Oder alles, was irgendwie mit Steinen oder Minen zu tun hat, am besten nebeneinander. Dann weiß man immer ungefähr, wie man es finden soll. Und was ihr dann natürlich noch zum Dekorieren benutzen könnt, sind Banner, hoppala, Banner und auch diese Armor-Stands, die Rüstungsständer. Ist natürlich dann aber euch überlassen, was ihr hier macht. Ihr könnt natürlich auch euer eigenes Bannermuster quasi benutzen und hier hinstellen. Oder irgendwas anderes. Ihr könnt auch Blumen da hinstellen. Was auch immer. Aber an sich ist das jetzt soweit fertig. In diesem Modul hier sind wieder insgesamt 100 Kisten oder 100 Doppelkisten, die ihr benutzen könnt. Und ja, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Design. Und wie gesagt, ihr könnt vier davon so perfekt nebeneinander bauen. Oder was heißt nebeneinander, aber so nebeneinander bauen quasi. Und dann in der Mitte noch so wie ich hier einen Raum, wo ihr dann so ein paar Bögen nochmal extra baut und eine Glaskuppel obendrauf. In der Mitte dann ein Beacon. Dann habt ihr schon ein ziemlich cooles Lager. Und ich habe das gleiche Lager quasi auf unserem Survival-Server auch gebaut. Und bisher hat das komplett ausgereicht mit den Items. Also auch wenn man länger spielt quasi, hat man hier auf jeden Fall genug Platz, um die Items alle einzulagern. Ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ich euch geholfen habe oder es euch eben gefallen hat und ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt mal ein Hashtag Lager in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Design. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.